Und schon wieder zurück bei Blackguards. Und ja, ich habe mich nicht dazu durchringen können, schon Abenteuerpunkte auszugeben. Ich weiß nicht, ich fühle mich immer so sparsam. Was auch daran liegt, dass, naja, ich immer noch das Gefühl habe, dass ich sehr vorsichtig sein sollte. Und solange wir durchkommen, solange ich jetzt nicht die größten Probleme habe, das erkläre ich ja jede Folge. Ich lasse die Erklärung einfach mal. Wir sind auf dem Weg nach Morbal. Denn ich glaube, wir haben jetzt hier alle Karten durchsucht, die wir durchsuchen konnten. Und ich habe die Hoffnung, dass wir in Morbal eventuell einen Händler finden, der noch ein bisschen mehr im Angebot hat. Und ja, ich habe in den Kommentaren gelesen, da hat Charlie vollkommen recht. Als Blackguard hätte ich eigentlich... Ja, ich glaube, hier finden wir keinen Händler. Ich glaube, das hat sich ja erübrigt. Stimmt ja, Morbal wurde ja angegriffen, nicht? Von den Achats. Ich hätte eigentlich wirklich sagen müssen, es ist mir egal, wer hier wen beauftragt hat oder wer Recht hat bei den beiden Brüdern. Sondern hätte die Aufgabe lösen sollen, dass ich eine Belohnung bekomme. Ich habe nämlich keine Belohnung bekommen. Das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Ich sollte vielleicht wirklich ein bisschen mehr auf den eigenen Vorteil bedacht sein. Aber gut. Ihr seid da. Gut. Die Geschuppten bereiten ihren Ansturm vor. Und uns fehlt es überall an Schwertarmen. Wie lauten eure Befehle? Ihr seht schäbig aus. Geht zu meinem Waffenmeister Marmott und lasst euch ausrüsten. Danach kommt zu mir zurück und tut, was ich euch sage. Haben wir gerade 90 Dukaten bekommen? Wie viele von den Drachenjüngern stehen vor den Toren? Ich weiß nicht. Keiner meiner Späher ist zurückgekehrt. Wir sind blind und taub. Und wie viele sind wir? Zu wenige. Meine Echsenjäger sind stark dezimiert. Was hat die Echsen so aufgebracht? Woher soll ich das wissen? Ihre Dolmetscher zischeln nur. Das macht Verhandlungen schwierig. Aber dann sind es doch auch keine Dolmetscher, wenn sie nur zischeln. Sie müssten doch dann die Sprache sprechen können, aber gut. Wer führt die Echsen an? Ein Schamane oder Kristallzauberer oder Priester. Irgendwas in der Art. Schlagen wir der Schlange den Kopf ab! Das wird ihnen Angst einjagen. Chor mit euch. Also, wir dürfen uns ausrüsten, das ist gut. Und wir haben dafür 90 Dukaten bekommen. Kurt Reusband, so. Gehen wir mal in die Seitengasse. Hier, guck mal hier. Waffenmeister. Wenn das nicht unser Brandstifter ist. Ich bereue nichts. Die geschuppte Echse hatte gutes Bier. Ich bereue nichts. Er hat anscheinend eine Taverne angezündet. Naurim, was hast du denn eigentlich angestellt? Wir haben das noch nicht so wirklich rausgefunden. Wir wissen auch nicht, was Zoberan angestellt hat. Auch das wäre mal interessant herauszufinden. Habt ihr häufiger Probleme mit den Achas? Achas, Mengbilana, Novadis. Ist nicht der erste Kampf um diese Bastion und wird nicht der letzte sein. Aber solch ein Aufgebot von Echsenmenschen haben wir noch nicht gesehen. Was meint ihr mit Brandstifter? Dieser Zwerg hat Feuer an die geschuppte Echse gelegt. Unsere beste Taverne sollte dafür gepeitscht und gebrandmarkt werden. Ist uns aber ausgebüxt. Das sind erschütternde Enthüllungen. Ich bin von dir enttäuscht, Naurim. Man brandmarkt keinen Zwerg. Der Name der Taverne war eine Beleidigung für jeden Angroscho. Wir sollen uns für den Kampf rüsten. Besser wär's. Nehmt, was ihr braucht, aber nicht mehr. Na gut, wir nehmen, was wir brauchen, aber nicht mehr. Was haben wir denn hier? Ein Langschwert, endlich. Das würde ich gerne Teresa in die Hände drücken. Oh, wir haben einen Langbogen. Kriegspfeile, Fernkampfschaden 1, Brandpfeile. Das Einzige, was schöner ist als ein fliegender Pfeil, ist ein fliegender Pfeil, der brennt. Ziehe die Pfeile mit Ambossen. Ja, Feuerschaden. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir gut. Kettenhaube Morion. Vielleicht sollte ich tatsächlich... Eine schöne neue Rüstung für unsere Teresa. Eine Brigantine. Brigantina und dann ein Morion dazu. Stiefel, Beinlinge, Stiefel hat er bestimmt auch. Ja. Ja gut, da investiere ich jetzt tatsächlich einfach mal. Wir haben Dukaten bekommen und ich habe schon lange keine Rüstung mehr gekauft. Wir kaufen jetzt mal die Brigantina. Auch einmal die Hosen und einmal die Stiefel und den Morion. So. Und wir kaufen ihr das Langschwert. Boah, haben wir viele Dukaten ausgegeben.
Puh, das jetzt erstmal ausrüsten und dann mal gucken, was wir verkaufen können, was wir da an Geld dann rausbekommen. Ich hoffe ja ein bisschen was. Brigantina, ah, schon viel besser. Sieht nicht mehr so lumpig aus. So. Jetzt sieht sie so ein bisschen aus wie eine Kämpferin aus dem Horasreich. Ne? Also nicht nur ein bisschen, sondern sie sieht wirklich aus wie eine Kämpferin aus dem Horasreich. Zum Glück haben wir die Rüstungsgewöhnung schon genommen, dass wir uns da nicht mehr mit abplagen müssen. Wir haben jetzt hier einen Brabak-Mantel theoretisch, den wir den Zwerg... Er hat einen Lederharnisch, den würde ich gerne wirklich ersetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch eine Brigantina kaufen möchte gerade, weil wir haben dann schon wirklich sehr viele Dukaten ausgegeben, deswegen... Wie er damit aussieht. Ja, So, der Lederharnisch ist wirklich in allen Bereichen schlechter und dann hat er endlich auch mal eine ordentliche Rüstung, also zumindest am Leib getragen. Und sie könnte dann den Lederharnisch bekommen, dann ist nämlich, glaube ich... Nee, sie hat einen Ledermantel an und der Lederharnisch ist schlechter. Wobei sie ja eigentlich keinen Schaden bekommen sollte, weil sie nicht in den Nahkampf geraten sollte. Und wenn wir noch einen Lederhelm finden, wir haben jetzt aktuell keinen Lederhelm, können aber zumindest mal den Hut aufsetzen. Wenn wir noch einen Lederhelm finden würden, dann wäre sie eigentlich gut ausgerüstet. Der Kurzbogen, 1W6 plus 2. Der hatte doch einen Langbogen. 1W6 plus 4. 17 Dukaten. Ja, nehme ich mal mit. Für sie. Ansonsten hätten wir da noch... Die Kettenhaube ist halt... Wir haben kein Kettenhemd und kein Nix. Deswegen lohnt sich die Kettenhaube eigentlich auch nicht. Brigantine, wie gesagt, eine komplette Brigantinenausrüstung wäre jetzt nochmal 114 Dukaten. Und dann hätten wir so gut wie nichts mehr. Das würde ich gerne vermeiden. Deswegen lassen wir beim Naurim erstmal die Sachen so, wie sie sind. Also mit Ausnahme der Tatsache, dass er jetzt eben auch eine bessere Rüstung am Leib hat. Nicht mehr diese Ledertunika. Ich bin unschlüssig wegen des Ledermantels, ehrlich gesagt. Er macht ja ansonsten wirklich... Das war alles. Er macht ja ansonsten wirklich keine Behinderung. Das macht eigentlich keinen Sinn, Außer, dass wir dann irgendwann das Set vielleicht komplettieren könnten, aber ehrlich gesagt... Ich verstehe das hier nicht. Rüstungsschutz 0 plus 1, Behinderung 0 minus 1. Hier steht auch 0,0. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass... Was kann das denn sein? Hier. Nimm erstmal den Langbogen zur Hand. 67 Pfeile hat sie aktuell. Das sollte für diese Schlacht eigentlich völlig ausreichend sein, wenn ich... Also was heißt, sollte ausreichend sein? Ich weiß ja nicht, was auf uns zukommt tatsächlich, aber... Ja, wir könnten theoretisch noch Kriegspfeile kaufen. 20 Stück. Brandpfeile 10 Stück. Die kosten aber wirklich viel. Das wären 3 Dukaten, die wir da ausgeben würden, aber ich nehme sie trotzdem mal mit für alle Fälle. Brandschaden verursachen kann nicht schaden. Tolles Wortspiel, kann nicht schaden. Ich nehme auch nochmal einen... wir lassen es mit den Pfeilen. Wir finden so viele Pfeile auf dem Weg. Das war alles. Wir finden so viele Pfeile auf unserem Weg, dass wir uns da wirklich keine Gedanken machen müssen. Oh. Sie hat ja die Fallen hier drin. Bolzenfalle, Bärenfalle. Kann ich das gar nicht wechseln? Moment mal. Wie soll ich denn dann die Pfeile im Kampf wechseln? Oder kann ich mich nur vor dem Kampf entscheiden? Nee, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Eigentlich kann das gar nicht sein. Na gut, wir gucken mal, ob wir eventuell eine Möglichkeit haben, das im Kampf zu wechseln. Seht euch nur um. Holzschild, Ledermantel. Ja, sie hat... Ja. Nichts Besonderes mit dabei. Ich bin aber schon froh, dass wir für Theresa endlich eine ordentliche Rüstung gefunden haben. Dass sie mal ein bisschen besser ausgestattet ist und dass Naurim eben jetzt auch was Passables am Leibe trägt. Behinderung 2. Ich glaube, wenn das Rüstungsset vollständig ist, dann wird Behinderung... ich glaube, das bedeutet das Rote da hinten. Dann wird die Behinderung um 1 reduziert und der Rüstungsschutz um 1 erhöht. Das könnte es sein, sobald das komplett ist. Ja, aber das haben wir ja nicht. Wir haben noch kein Rüstungsset komplett, außer das von Theresa. Bei ihr müsste es doch dann eigentlich... Genau,
Rüstungsschutz plus 1 und Behinderung minus 1. Tatsache, vollständig. Deswegen, aha. Das heißt, weil sie jetzt das Set anhat, bekommt sie auch noch mehr Rüstung und weniger Behinderung. Inklusive Rüstungsgewöhnung haben wir dann Behinderung 0. Ja gut, damit bin ich einverstanden. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann würde ich den Rest hier gerade mal verkaufen. Nämlich die Lederbeinlinge, den Lederharnisch und die gehärteten Lederstiefel. Denn dann haben wir wieder ein bisschen Traglast und ein paar mehr Dukaten. Sehr gut. So, ich glaube, ich fühle mich bereit. Ich fühle mich mehr oder weniger bereit. Ich speichere trotzdem. Glückliche Fügung. Oh. Dachte ich mir doch, dass die Grenze meine Täubchen anzieht wie die Motten das Licht. Rechts war Alaska. Schön, dass ihr uns Lebewohl sagen wollt. Diese Leute sind Mörder, Ralja. Sie gehören mir. Immer sind es Mörder, Alaska. Mir scheint, es gibt nur noch Mörder in diesem Land. Aber ich brauche Schwertarme. Also lass die Finger von ihm. Das ist ein Befehl. Befehl? Wie es euch beliebt, Kommandantin. Der würde uns noch nie im Leben in Ruhe lassen. Ich speichere mal gerade schnell. Was gibt es? Wie lauten eure Befehle? Die Achas bereiten einen Angriff vor. Geht zum äußeren Ring und haltet die Bresche. Und seht zu, dass die Fischer unversehrt in die Stadt kommen. Geht zum äußeren Ring und haltet die Breche. Alles klar. Oh Mist, ich hätte mit Laska reden sollen. Dammich. Halte die Breche und beschütze die fliehenden Fischer so gut du kannst. Das könnte... Warte mal, jetzt muss ich mir erstmal einen Überblick über die... bisschen hier die Karte hin und her schwenken. Fischer. Achaz, wir müssen also nach vorne stürmen. Oben steht ein Bogenschütze, hier stehen zwei Bogenschützen, die uns höchstwahrscheinlich unterstützen werden. Wir müssen aber... Der hier wird es natürlich schwer haben. Der wird wahrscheinlich von ihm hier abgefangen. Wir müssen also nach vorne stürmen und gucken, dass wir so viele Fischer wie möglich... Ja, das könnte interessant werden. Wir müssen mal ein Ziel darstellen. In der Hoffnung, dass sie uns wahrscheinlich eher angreifen werden als die Fischer, weil wir eine Bedrohung... Also zumindest, ich denke jetzt einfach mal, dass das vielleicht so in diesem Kontext eine Möglichkeit ist. Wieso? Ja. Okay. Ich hoffe, das reicht auch, wenn wir irgendwie zwei oder drei Fischer retten. Ich hoffe, wir müssen sie nicht alle retten, weil ich glaube, das wird ein Unterfangen werden, das... Hui! Boah, da hat aber... Wow! Wow! Na gut, die stehen höher. Die haben deswegen wahrscheinlich auch eine erhöhte Reihe... Also auf den haben sie es echt abgesehen. Den hassen sie wie die Pest. Nein! Ja, da ist der erste... Was war das denn? Ich sehe nur einen Schatten. Was ist denn hier los? Wird hier gleich ein Erharz abgesetzt? Könnte das der Fall sein? Das fände ich nicht gut. Ich glaube, der hier wird gleich auch sterben, allein von dem Gift, das er abbekommen hat. Das könnte also ein bisschen sich als kompliziert herausstellen hier. Oh, hier hat keine Sichtlinie. Könnte sich als ein bisschen kompliziert herausstellen, das wirklich hier zu schaffen. Moment, hat auch keine Sichtlinie. Gehen wir mal hier hin. Hier hat sie eine Sichtlinie, sehr schön. Normaler Angriff, wir versuchen es mal, erhöht den Schaden um 5. Ja, wir versuchen es mal. Jawohl. So. Hast du eine Sichtlinie? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Also es ist ja unglaublich, da kann ja gar nichts... Okay, alles klar, wir parken ihn mal hier. Oh, die sind wirklich eine große Hilfe da oben. Dreckiger Hund! Ja, meine Vermutung war, dass wir drei retten können. Hey, geh da unten, wehe du.
Nein! Das ist doch... Hansen. Ach, die Flieger lassen... Oh nein. Diese Fliegedinger lassen... Oh, die machen unsere Bogenschützen kaputt. Großartig. Muss die beiden da mal... Da kommt ja noch einer. Muss die beiden... Ah, da kommen noch mehr Fischer. Muss die beiden da oben blocken, damit die sich mit uns befassen, statt mit den Fischern. Das geht sonst nicht gut aus für die Damen und Herren. Warte mal. Hier war doch einer von denen, war doch schon angeschlagen. Er hier. Was? Okay, wir brauchen dringend eine bessere Körperbeherrschung. Weil mit einer besseren Körperbeherrschung würde uns sowas zum Beispiel nicht passieren, dass wir umgeworfen werden. Und umwerfen ist wirklich einer der übelsten Faktoren. Nein. Nein, wieso? Hallo? Wie soll ich denn gegen die Dinger da oben vorgehen? Kann mir das mal jemand erklären? Ich kann ja noch die Bewegung von den... Das erscheint mir ein aussichtsloses Unterfangen, die Fischer zu retten. So. Als nächstes wird hier ein Stein runtergehen. Warum konnte der Fischer denn nicht weiterlaufen? Ganz ehrlich. Ja gut, okay, er wird geblockt. Stimmt, und es kommen immer mehr Achats. Der Fischer wird geblockt von... Da ist noch einer gekommen. Ja, natürlich. Toll. Und der nächste... Ja, großartig. Großartig. Also was den Kampf hier kompliziert macht, das ist nicht die Tatsache, dass er irgendwie sonderlich schwer wäre im Augenblick. Oder dass die Achats eine große Bedrohung darstellen. Was den Kampf hier kompliziert macht, ist die Tatsache, dass die Fischer sich bewegen, wie sie gerade wollen. Und die Flieger noch dazukommen. Das ist das, was hier das gerade ganz kompliziert macht. Wie soll ich da Fischer... Oh Mann, und sowas macht es natürlich auch kompliziert. Na gut, das kann schon mal passieren. Die haben es jetzt aber auch auf die Fischer abgesehen, ne? Also jetzt wollen sie es auch tot sehen. Jetzt lauf! Da unten steht niemand, das ist okay. Da oben laufen, laufen, laufen. Einfach laufen, 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 Leute. Nicht lang stehen bleiben, nicht lang fackeln. Laufen. Wenn ich mich hier hinstelle, dann müsste ich da oben... Dann kommt der ja nicht mehr da durch, aber das ist nicht so schlimm. Bringen wir den hier um. Aber haben dann zumindest da oben die beiden Fischer geblockt. Okay, der hier ist schon angeschlagen. Sehr gut. Toll, der Fischer ist auch tot. Aber der Achatz ist auch tot. Und jetzt ist nur noch ein Achatz da und ein Flieger. Und da sind zwei neue Achatz. Ja, schön. Aber wir haben uns mittlerweile so weit vorgekämpft, dass wir eigentlich damit klarkommen sollten. Komm, ich blocke die mal sofort hier hinten ab, damit die sich gar nicht mehr um die Fischer kümmern können. Ja, da ist sie zu nah dran mit dem Langbogen. Das ist... Hätte ich eigentlich nicht hier hingehen dürfen. Ja, das war zu erwarten. Aber jetzt haben wir hier oben eine Schneise geschlagen, wo sie entlanglaufen können.
Das heißt, sie müssen sich im Prinzip nur noch da durchhangeln und alles ist gut. Er hat keine Astralenergie mehr. Dann helfen wir so. Er kann ja auch mit dem Stab erstaunlich gut zuknüppeln. Die Leute, die da oben aus dem Fischerhaus kommen, die haben echt verschissen. Können die nicht irgendwie über die Stege zum anderen Haus laufen, statt hier unten durch den Kampfraum? Das wäre ein bisschen sicherer. So, wir bewegen sie mal hier hin. Da müsste sie... Jawohl. Und er... ich ziehe ihn mal wieder zurück, weil ich möchte nicht, dass er in Reichweite der Achats steht. Und solange er seine Astralenergie regeneriert, lasse ich ihn lieber hinten stehen. Dann sollen die sich lieber mit Theresa auseinandersetzen. Die erstaunlich hart zuschlägt mittlerweile mit dem Langschwert. Gefällt mir gut. Hab das Gefühl, dass da mehr Schaden bei rumkommt als vorher. Ja, alle schön in Sicherheit gehen. Schön in Sicherheit gehen. Eine gute Idee. Was? 14 Schadenspunkte. Hey, gib... Nein! Oh, Gott sei Dank, der wäre schon wieder vergiftet gewesen. Der wieder ein Fischer weniger sind, den wir... Da unten ist ja noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Da kommt die nächste Welle. Rückzug! In den inneren Ring! Haltet den inneren Ring! Aber die sind doch noch gar nicht gerettet. Die sind noch gar nicht gerettet. Oh, guck mal, 6 Dukaten immerhin. Haltet die Breche und beschütze die fliehenden Handwerker so gut du kannst. Und das... Moment. Okay, wir halten die Breche. Wo kommen die fliehenden Handwerker? Ja, die hätten sich ja wirklich keinen besseren Ort aussuchen können, um zu fliehen. Das ist doch unglaublich. Ja gut, die können von hier, wenn die sich wirklich dran halten und hier oben lang gehen. Aber die werden von den Achats natürlich mit Speeren beworfen. Das heißt, wir müssen den Achats wieder ein Ziel liefern. Ein Ziel im besten Fall, das nah an ihnen dran steht. Das heißt, wir müssen unsere Kämpfer nach vorne schicken, damit die hier im Busch ihre Position beziehen. Können sie gar nicht. Wir blocken die hier an beiden Seiten, oder? Wenn ich hier hinstelle... So, und Naurim hierhin. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Und sie müsste eigentlich von hinten noch drauf schießen. Oh, sie kann sogar von da schießen. Sehr schön. Was haben wir denn da unten? Warte mal. Wir haben Achats. Es sind alles nur Achats. Man kann nicht... Aber die haben auch alle die gleiche Bewaffnung. Da ist kein Priester oder so mit dabei, den wir gerade sehen würden. Joa. Also ich weiß ja, dass Handwerker nicht unbedingt athletisch die geprüftesten sind, aber sorry. Die können sich auch mehr als 3 Felder bewegen, habe ich das Gefühl. Normalerweise. Ja, toll. So. 45%. Bitte geh gut. Ah. Bei Angriff. Na toll. Also manchmal, da denke ich mir, Die laufen echt irgendwie immer nur zwei Felder weit.
Das ist so nicht normal mit den Handwerkern. Also wenn ich um mein Leben laufen müsste, ich würde mehr als zwei Felder laufen, ganz ehrlich. Während schon die Speere hinter mir entlang fliegen, ich würde mehr als zwei Felder weit laufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wow. So, neuer Versuch. Ach, ich muss mich ein bisschen bewegen. Jetzt stehen wir natürlich mit drin, das ist doof, aber trotzdem könnten wir es noch hier versuchen. Hier. Jetzt brennen nämlich die Büsche und wenn sie sich da durchbewegen wollen, ja, genau das war der Plan. Meine Hoffnung, dass das so funktioniert. Denn er muss sich jetzt im Zweifel auch da durchbewegen und das gleiche können wir auf der anderen Seite auch noch machen, die Büsche in Brand setzen. Ich glaube, das wird uns einen Vorteil bringen im weiteren Kampfverlauf. Mir gefällt ihre neue Rüstung. Gefällt mir wirklich. Alter, was ist denn mit dem los? Das ist doch nicht mehr normal. Hör doch mal auf damit. Sind das immer nur spezielle Achats, die mit den... Hätte ich die erkennen können? Hätte ich da von vornherein sagen müssen, aha, dieser Achats ist gefährlich, weil der wirft bestimmt mit Scheiße um sich. So, Senor Achatz ist tot. Da kommt der nächste Handwerker. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln, wenn die weiter so langsam laufen. Und ich vermute mal, dass hiernach noch eine Schlacht kommen wird, in der wir uns ebenso beweisen werden müssen. So. Da kommt noch ein Handwerker. Und es müssten aber auch neue Achatz kommen. Ja, da sind sie schon, die neuen Achatz. Okay, ich muss die beiden da unten loswerden, definitiv. Definitiv, aber da ich vermute, dass dieser Kampf hier noch lange dauern wird und ich die Folge heute noch unbedingt rendern muss. Wenn die zu lang wird, dann dauert das Rendern zu lange, dann komme ich nicht mehr hin. Würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge in dieser Situation hier weiter. Mit der neuen Ausrüstung, mit einer Federhut bewährten Schützin und einer, ja, Horasreichichin. Wie nennt man das eigentlich? Horasreichich? Oder Horasisch? Nein, Horasisch heißt es, glaube ich. Einer horasischen Kriegerin. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. Ich hoffe, ihr auch. Und deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.